Willkommen zurück bei den häufigsten Fehlern. Ich weiß nicht, was mich letztes Mal im Video geritten hat, aber ich habe ja die Hälfte vergessen. Ist euch das aufgefallen? Ich habe euch, meine Herren, was zu der Standardhaltung erzählt und was ihr mit dem rechten Hand und mit der linken Hand und vor allem mit dem Ellbogen zu machen habt. Und bin voll auf die Standardtänze eingegangen und habe die Lateintänze vergessen. So eine Sauerei. Und deswegen gehen wir heute auf die Lateintänze ein und nein, keine Angst. Wir machen keinen Hula-Hoop, das ist wirklich Tatsache Latein. Und was ich euch zeigen möchte, ist, wie sich das Bild von Ihrem und meinem Tanzraum verändert. In den Standardtänzen hatten wir das ja gesprochen, ist das kein Kreis, sondern dann ist das länglich. Ne? Das ist so wie so ein langer, langgezogener Stielballon. Ne? Dieses Gefühl von Länge habt ihr. Was dazu führt, dass eure Arme auch an der Seite sind. Das heißt, eigentlich ist das Gefühl mehr in den Standardtänzen. Ich hole mal ganz kurz noch meine heißgeliebte rote Stange. Was ihr in den Standardtänzen habt, ist, dass ihr eigentlich, wenn ich hier stehe, eine Linie habt in den Ellenbogen. Ne? Hier, diese Linie ist hier. Und in den Lateintänzen wandert diese Linie zum Partner nach vorne. Das heißt, was sich bildet, ist, dass die Linie in den Standardtänzen von hier in Latein hier nach vorne wandert, zur Mitte des Kreises. Und hier ist mein Tanzgebiet und hier drüben ist das Tanzgebiet der Dame. Ja? Das heißt, wir können unsere Ellenbogen nicht hier haben, weil da würde der Partner gar nicht an uns rankommen. Dazu ist der Kreis einfach zu groß, sondern ihr müsst die Ellenbogen nach vorne nehmen, sowohl die Dame als auch der Herr in Latein. Na, als Herr würde ich hier, wenn ich mich ganz hinstelle, die Arme vorne haben. Und dann wäre das auch das Gebiet, wo wir tanzen würden. Also der Unterschied ist, in den Standardtänzen ist der Kreis, den wir mit unseren Armen aufbauen, nicht rund wie in Latein, sondern länglich, unsere Ellenbogen sind neben dem Körper und in Latein sind sie beide vor dem Körper. Identisch ist, dass ihr die Dame nicht mit dem Ellbogen übertanzen dürft und nicht im Rücken an euch dran quetschen oder drücken solltet, damit ihr das Gleichgewicht nehmt. Das ist komplett identisch in Standard und Latein. Aber was unterschiedlich ist, ist, wo eure Ellbogen positioniert sind und ob der Raum, das ist mein Tanzbereich, das ist dein Tanzbereich, wer erinnert sich noch? Dirty Dancing, korrekt. Ja? Dass der unterschiedlich ist. Einmal ist er rund und einmal ist er länglich. Das ist Standard, da tanzen wir den länglichen Raum, der vielleicht dicker ist als hier diese Stange, die ist wirklich sehr, sehr dünn. Und in Latein haben wir einen kreisförmigen Raum, den wir über dieses nach vorne führen von Ellenbogen und Händen zum Partner haben, sowohl Herr als auch Dame. Und dadurch könnt ihr sie schöner und besser fühlen. Und das ist auch einer der häufigsten Fehler, die in Lateintänzen gemacht werden, meine Herren, ist, dass ihr häufig so steht wie in den Standardtänzen, dass eure Ellbogen zu stark am Körper sind, für euch identisch, meine Damen. Also, schaut mal auf eure Ellbogenposition und guckt, ob ihr den Fehler macht. Und wenn ja, viel Spaß beim Üben.